Unser Bildungssystem bietet allen die gleichen Chancen. Stimmt absolut, stimmt eher nicht, stimmt zum Teil, stimmt gar nicht. Das ist auf alle Fälle eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen, stimmt zum Teil Ja, das wäre auch meine und Antwort. aber auch so ein bisschen stimmt eher nicht. Stimmt Stimmt eher zum Teil. nicht. Es stimmt gar nicht. Es haben nicht alle dieselben Chancen. Es wird nämlich schon in der Grundschule entschieden, ob du auf die Hauptschule, auf die Realschule oder aufs Gymnasium gehst. Und ab dem Zeitpunkt ist fast schon das Schicksal des Kindes bestimmt. Also ein Boah, Kind, das auf ja. die Hauptschule kommt, nur weil es gerade die ersten 4 Jahre nicht unbedingt die Mega-Leistungen gebracht hat, wird dann abgestempelt als Hauptschüler. Und als Hauptschüler ist es nun mal schwieriger, irgendwann ans Abitur und ans Studium zu kommen. Nicht unmöglich, man sieht es an dir, aber es ist schwieriger. Wenn ich das so sehe, wer Hauptschule hat, dass man da nicht studieren kann, das. Also, weiß ich nicht, kann man? Nee, kann man nicht. Ja, nicht so einfach zumindest. Ja. Bietet allen die gleichen Chancen, stimmt eigentlich nicht. Ich finde, Leute mit so ein bisschen Lernproblemen, das sind halt ganz schnell die, die dann auf der Hauptschule hocken, weil sie nicht mit dem Lernstoff mitkommen, weil sie halt mehr Zuwendung von den Lehrern gebraucht hätten. Ne? Jeder kann das Gleiche machen, aber nicht jeder hat die gleichen Grundvoraussetzungen. Deswegen würde ich sagen, es stimmt zum Teil. Wenn du einmal drin bist, den Zugang hast und dich jemand fördert, dann hast du dieselben Chancen. Aber überhaupt den Zugang zu einer gewissen Bildungshierarchie erstmal zu finden, ist glaube ich, schwierig. Und deswegen gleiche Chancen stimmt nur zum Teil. Leider. Das Bildungssystem bereitet uns gut auf dem Arbeitsmarkt vor. Stimmt absolut, stimmt eher nicht, stimmt zum Teil, stimmt gar nicht. Auf den Arbeitsmarkt. Also ich glaube, es könnte besser sein. Ich glaube, es stimmt zum Teil. Ich glaube aber auch, dass es nicht die Aufgabe ist, also die Hauptaufgabe. Ich bin richtig gut vorbereitet worden auf den Ja? Arbeitsmarkt. Richtig gut? Ja. Also zumindest wusste ich, wie ich die Bewerbung zu schreiben habe und oder wie ich mir die Adressen rauszusuchen habe oder welchen Weg ich so in etwa einschlagen will. Echt? Ja, es war richtig viel. Aha. Stimmt absolut, stimmt eher nicht, stimmt zum Teil oder stimmt gar nicht. Eher nicht. Wir lernen so viel Abstraktes, wir stopfen uns so viel Müll in den Kopf, was sicherlich alles gut ist, viel so humanistischer Bildungshintergrund oder so, aber es fehlt einfach so ein Fach, wie komme ich im Leben klar? Als ich aus der Schule raus war, war ich total aufgeschmissen. Also ich habe dann auf einmal so viele Briefe bekommen und ich wusste nicht, wie soll ich das ausfüllen? Was soll ich ausfüllen? Wie läuft das? Keine Ahnung. Also man hat echt keine Ahnung. Ja klar, ich weiß jetzt zwar, wie man Pythagoras rechnet vielleicht, aber was bringt mir das im Leben als Einzelhandelskaufmann? Ich weiß nichts darüber. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es uns sehr gut vorbereitet. In unserem Bildungssystem wird Leistung belohnt. Stimmt absolut, stimmt eher nicht, stimmt zum Teil, stimmt gar nicht. Stimmt absolut? Stimmt absolut. Stimmt absolut? Ja, was denn sonst? In welchem Sinne Leistung? Also wenn ich gute Noten habe, wird das belohnt? Es wird auf jeden Fall Leistung belohnt mit guten Noten. Also was heißt belohnt? Und wenn Man du kriegt eine gute Leistung, Note. ja, und das ist die Belohnung. Dann stimmt. Stimmt absolut. Würde ich sagen, ja. Nur wer fleißig ist und auch wirklich lernt, kriegt die guten Noten und hat die Chance auf einen guten Abschluss. Außer du hast einen Lehrer, der dich Ja, außer du hast einen Lehrer, genau, der halt einen Kicker auf dich hat oder so. Wer wenig leistet, sich keine Mühe gibt in der Schule, dann eben nicht. Meiner Meinung nach wird auswendig lernen zu oft belohnt. Es wird halt von einem erwartet, dass man viel Zeit reinsteckt und der Teil wird stärker belohnt als jetzt, ob man seine Zeit effizient nutzt oder effektiv ist. Aber andere Kompetenzen, die viele haben, die jetzt nicht schulische Leistungen sind, werden nicht belohnt in dem System, finde ich. Das heißt, wenn jemand schlechte Noten in der Schule hatte, ist trotzdem im Beruf, wenn man sich für was interessiert und da irgendwie eine Passion dafür hat, da sehr viel Gutes erreichen kann und das nicht unbedingt notwendig ist, dass man da eine 1 in Mathe hatte vorher. In meinem Fall zum Beispiel. Wie fühlst du dich in der Schule, beziehungsweise wie hast du dich in der Schule gefühlt? Gemobbt, unterstützt, einsam, glücklich, unglücklich, respektiert, nichts davon. Gab es so Phasen, oder? Nichts davon. Glücklich, unglücklich, hallo, war jeder in seiner Schulzeit mal? Respektiert, das hört sich jetzt so an, so wie ich war hier, der Coach vom Footballteam. Ich hab die Chicks abgekriegt. Also glücklich wäre übertrieben. Also gab auch genug, was irgendwie genervt hat. Also gerade die Lernerei oder auch wenn man da irgendwie das Gefühl hatte, man wurde irgendwie ungerecht bewertet. Alles ab und zu mal. Also gehört zum Leben und zum Studium gehört ja alles mal dazu. Also man hat sich mal gestritten, ich war mal glücklich, mal unglücklich. So allgemein gesehen, ich war glücklich in der Schulzeit. Ich hatte das Glück, gute Freunde zu haben, gute Lehrer zu haben, hat alles gepasst. Das ist aber schön. Ja, das Glück hat nicht jeder.
Ich bin früher viel gemobbt worden. Einfach weil ich halt auch irgendwo immer anders war, glaube ich. Aber jetzt fühle ich mich glücklich. Weil ich mich jetzt mehr traue und weil ich auch das Gefühl habe, endlich in der Klasse so richtig angekommen zu sein. Schule war ein bisschen zweischneidig bei mir, muss ich sagen. Ich wurde hart gemobbt in der siebten, in der achten Klasse. Also ich habe mich teilweise unglücklich gefühlt, ich bin nicht gerne in die Schule gegangen. Ich wurde weniger gemobbt in der fünften Klasse. Ich bin irgendwo so mit dem Bildungssystem nicht klargekommen. Ich habe halt dauernd irgendwo auf Krawall gelebt. Doch, ich glaube, es gab in verschiedenen Phasen oder vielleicht auch manchmal gleichzeitig gab's alles. Aber so im Grundsatz war es in Ordnung. Was sollte deiner Meinung nach... Wer sollte deiner Meinung nach Ausbildung und Studium finanzieren? Die Familie, der Staat, das Unternehmen, ich selbst durch Jobben oder ich selbst durch Kredite? Der Staat. Der Staat. Das sollte der Staat bezahlen. Eindeutig. Das sollte der Staat machen. Ich finde, Ausbildung und Studium sollte vom Staat finanziert werden, weil am Ende profitiert auch der Staat davon. Der Staat sollte einfach auch daran interessiert sein, dass dass junge Leute gut ausgebildet sind, um nicht nur für Unternehmen zu arbeiten, sondern auch um verantwortungsvolle Staatsbürger zu sein. Ich finde es auch gut, wenn der Staat unterstützt, wenn die Leute es brauchen. Ich kenne nur viele, die bräuchten es nicht, kriegen es aber und fahren davon dann halt in Urlaub. Wenn meine Familie mich nicht finanzieren kann, dann finde ich das super, wenn der Staat das machen kann. Ich selbst durch Jobben finde ich aber auch ganz wichtig. Es ist halt immer relativ schwierig, beides unter einen Hut zu kriegen, die Ausbildung und dann noch Jobben. Da macht man sich schon körperlich, aber auch geistig meiner Meinung nach kaputt. Da hat man dann mit 30 schon sein erstes Burnout und kann dann in die Klapse eingeliefert werden halt, ne? Also ich habe auch gejobbt im Studium und finde das auch richtig. Aber dass jemand, der studieren möchte oder eine Ausbildung machen möchte, sich weiterbilden möchte, dass der angewiesen ist auf seine Familie oder auf einen Job oder auf Kredit oder was, das wäre komplett der falsche Ansatz. Wenn du dich mit anderen deiner Altersgruppe vergleichst, würdest du sagen, du hast 0 die geringsten Erfolgschancen bis 5 die besten Erfolgschancen? 2,5. 4? 3 bis 4, ja. Vielleicht 3? Ja, zwischen 3 und 4. Oder sogar eine 5? 4 bis 5. Die Frage ist blöd. Die besten ist jetzt so ein bisschen überheblich, aber 4 würde ich auf jeden Fall sagen. Es kommt auch jetzt auf den Bereich an, wo ich meine Erfolgschancen haben will. Wenn andere zum Beispiel Medizin studieren, haben sie auf jeden Fall bessere Erfolgschancen als jemand, der Geisteswissenschaft studiert oder irgendwas Soziales macht. Wenn ich jetzt mal zurückblicke auf meine ehemalige Klasse, meine ehemaligen Klassenkameraden, gehe ich mal davon aus, dass ich wahrscheinlich eher geringere Erfolgschancen habe. Weil viele schon eine abgeschlossene Ausbildung haben. Ich habe von einer erfahren, die nach Leipzig gezogen ist, die jetzt sogar Jura studiert. Ne? Und ich sitze ja halt immer noch ohne Ausbildung, ohne abgeschlossene Ausbildung. Da bin jetzt werdende Mutti und das ist ja schon nicht ganz so praktisch. Ne? Also ich würde 0,5 bis 1 sagen bei mir. Hast du Vertrauen in die Schulen? Ordentlich auf einer Skala von 0 bis 3, ein 0 überhaupt nicht, 3 völlig. Habe ich Vertrauen in die Schulen? Naja. Ich muss mal sagen, 2. Eher 1. 1,5. Vielleicht 2. 1,2. 2. Eigentlich schon, ich sag mal eine 2. Mhm. Würde ich ganz klar sagen, ja. Maximal 1. Und das ist dann schon echt nett. Bin ich bei dir, ja. 1, 2. Vertrauen in die Schulen, also ich habe schon völliges Vertrauen in die Schulen. 3. Also ich finde es extrem schwierig, da zu sagen, ich habe völliges Vertrauen, finde die alle toll. Also ich habe so viel Mist da erlebt. Es gibt gute Schulen, es gibt schlechte Schulen. Das ist von Stadtbezirk und Stadt auch immer abhängig. Ich habe viele Lehrerfreunde und freue mich, dass die Lehrer werden. Ich glaube aber, dass das System Schule oftmals falsch bzw. fälschlich ist. Die werden extrem ausgesaugt und haben nach relativ kurzer Zeit keinen Bock mehr, Lehrer zu sein, was ich schade finde, weil sie unsere Kinder aufs Leben mit vorbereiten. Manchen Schulen kann man total vertrauen, denn die erfüllen ihren Bildungsauftrag so gut, wie sie irgendwie können. Und es gibt aber auch wieder Schulen, die das gar nicht tun und ihre Pflicht nicht wahrnehmen und wo unmotivierte Lehrer arbeiten. Und ja, deshalb kann ich die Frage so nicht beantworten.